Sehr herzlich begrüße ich heute in unserer Mitte Judith Obermeier, die Präsidentin der Obermeier Foundation, und ihre beiden Söhne Joel und Henry. Welcome in Berlin. Liebe Frau Franklin, liebe Jurymitglieder, ein besonderes Willkommen den diesjährigen Preisträgerinnen und Preisträgern sowie unserer heutigen Ehrenpreisträgerin mit allen Angehörigen, Freunden und Gästen, darunter auch der Bürgermeister von Hamm-Sieg, Herr Niederhausen. Ich freue mich, auch unsere Preisträgerinnen und Preisträger sowie Ehrenpreisträger der Vorjahre begrüßen zu können. Sehr geehrte Vertreter des diplomatischen Korps, sehr geehrte Mitglieder der jüdischen Gemeinde, ich freue mich, dass Herr Königshaus, der Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, bei uns ist. Und als Vertreter des Senats begrüße ich recht herzlich Herrn Senator Dr. Behrendt in unserer Mitte. Liebe Frau Vizepräsidentin Dr. Schmidt und Frau Vizepräsidentin Seibel, liebe Kolleginnen und Kollegen des Deutschen Bundestages, des Abgeordnetenhauses, sehr verehrte Stadtälteste, liebe Gäste aus dem In- und Ausland. Den Preisträgerinnen und Preisträgern nochmal ein herzliches Willkommen in Berlin. Ich freue mich sehr, dass Sie heute und hier im Abgeordnetenhaus begrüßt werden können. Für unsere Stadt ist Ihr Besuch eine große Ehre. Sie haben einen herausragenden Beitrag zur Bewahrung des Gedenkens an die jüdische Vergangenheit geleistet.
Und diese Beiträge, diese Geschichten bringen Sie uns heute hier in unser Parlamentsgebäude. Das ist eine schöne Bereicherung. Ich beginne meine Rede heute mit einem Blick in ein historisches Schreiben. Ein Schreiben, das die Humanität in Deutschland bürokratisch aushebelte. In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 ordnete Reinhard Heydrich, Chef der Sicherheitspolizei, ein Regelwerk für den Ablauf der Reichspogromnacht an. Ich zitiere: Es dürfen nur solche Maßnahmen getroffen werden, die keine Gefährdung deutschen Lebens oder Eigentums mit sich bringen, hieß es in Heydrichs nächtlichem Fernschreiben an die Staatspolizeistellen. Und in Geschäftsstraßen ist besonders darauf zu achten, dass nichtjüdische Geschäfte unbedingt gegen Schäden gesichert werden. Meine Damen und Herren, dieses Jahr steht besonders im Zeichen der Erinnerung an die Reichspogromnacht. Im November 2018 ist es 80 Jahre her, dass das nationalsozialistische Terrorregime seine Maske gegenüber den Juden endgültig fallen ließ. Synagogen brannten, jüdische Geschäfte wurden zerstört, Menschen deportiert und ermordet. Und wie wir dem eben zitierten Schreiben Heydrichs entnehmen können, passierten die Aktionen unter offizieller Anordnung. Die Nacht war das amtliche Staatssignal zum Völkermord. Antisemitismus und Mord wurden spätestens in dieser Nacht zur Staatsdoktrin. Die Jüdin Salomea Genin erlebte die Reichspogromnacht in Berlin als 6-jähriges Mädchen. Ihre Erinnerung schilderte sie im vergangenen Jahr im Deutschlandradio Kultur. Ich fing an zu merken, dass irgendetwas nicht normal ist, weil wir saßen in unserem Wohnzimmer, das zur Straße rausging, und hörten dann Stiefelrennen und Schreie. Und dann klingelte es an unserer Tür. Und wir hatten zwei andere jüdische Familien in unserem Haus, und da war der Vater einer der Familien, der uns warnte: Geht heute nicht raus. Man hätte 300 Juden in die Synagoge in der Oranienburger Straße reingepfercht und würde jetzt die Synagoge anzünden. Das hörte ich natürlich, wie er das meiner Mutter erzählte. Es hat sich aber als Gerücht herausgestellt. Das passierte doch nicht, aber ich erinnerte mich gut. Am nächsten Morgen bin ich zwischen meiner großen Schwester und meiner Mutter durch die Straßen gelaufen und musste immer zwischen Glasscherben den Weg suchen. Und halb Berlin war auf den beiden und guckte sich an, was da in der Nacht passiert war. Es war eine bedrohliche Atmosphäre. Nach all den Jahrzehnten tun Schilderungen wie die von Salomea Genin, aber auch die Eindrücke der Dokumente, wie das von Reinhard Heydrich, immer noch weh. Doch sie zeigen uns auch, wofür der German Jewish History Award steht. Geschichte lebt von Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, von Menschen, die sie erzählen können. Daher freue ich mich sehr, liebe Margot Friedländer, dass Sie heute Abend bei uns Gast sind und später den Ehrenpreis der German Jewish History Awards erhalten. Ihre Lebensgeschichte und das grausame Schicksal Ihrer Familie bewegen mich sehr. Und ich finde es von Ihnen so beachtlich, dass Sie immer noch die Kraft aufbringen, Ihre Geschichte gerade jungen Menschen zu erzählen. Meine Damen und Herren, je mehr Zeit vergeht, desto weniger Zeitzeugen können berichten. Umso wichtiger wird die Aufarbeitung und Dokumentation ihrer Geschichten. Geschichte lebt auch von dem Blick in offizielle Dokumente und der Auseinandersetzung damit. Die Reichspogromnacht gilt inzwischen als historisch umfassend erforscht. Das ist aber nicht für alle Ereignisse des Holocaust der Fall und auch nicht für alle Facetten jüdischen Lebens in Deutschland. Und da kommen Sie, liebe Preisträgerinnen und Preisträger, ins Spiel. Sie haben sich ganz eigene, ganz persönliche Zugänge zur Geschichte erarbeitet und Wege gefunden, das erworbene Wissen aufzubereiten. Sie haben Fragen gestellt. Was ist damals passiert? Was geschah in meiner unmittelbaren Umgebung? Was passierte vor meiner Haustür und meiner Nachbarschaft? Und Sie haben sich auf die Suche nach Antworten begeben, Kontakt zu Zeitzeuginnen und Zeitzeugen gesucht, Hinterbliebene kontaktiert und Dokumente ausgewertet.
Vor allem ging es ihnen auch dabei um die kleinen Geschichten, um solche, die noch niemand kennt. Sie schauten hin, wo kaum zuvor jemand hinsah. Sie haben gezeigt, dass jedes Schicksal zählt. Sie machten niemanden zu jemanden, machten Geschichte deutscher Juden fassbar und konkret. Und das nicht nur für sich selbst, sondern auch für andere. Dadurch haben sie zur geschichtlichen Aufklärung beigetragen. Sie haben die Möglichkeit einer Generation genutzt, die den Holocaust nicht zu verantworten hat. Sie tragen so aktuell dazu bei, dass gegen Judenfeindlichkeit in Deutschland Zeichen gesetzt werden. Und sie haben durch ihre historische Arbeiten auch im Sinne Arthur Obermeiers ein Signal gegen den Hass gesetzt. Ihre Auszeichnung bedeutet mir, das bedeutet dem Abgeordnetenhaus sehr viel. Jedes Jahr im Januar gedenken wir hier im Parlament der Befreiung von Auschwitz am 27. Januar 1945. Das Jugendforum Denkmal und die Verleihung der German Jewish History Awards sind für unser Haus eine wichtige Tradition geworden. Und wir haben auch kürzlich eine Resolution zum Thema Antisemitismus hier im Parlament beschlossen. Das Berliner Parlament tritt antisemitisch oder anti-israelisch motivierten Diskriminierung und Gewalt entschieden entgegen. Die Besinnung auf unsere demokratischen und freiheitlichen Werte soll uns bei unserer parlamentarischen Arbeit stets präsent bleiben und leiten. Für alle Abgeordneten gilt, diese Werte stets ihrer parlamentarischen Arbeit überzuordnen. Frei gewählte Parlamente sind in Deutschland nicht immer eine Selbstverständlichkeit gewesen. Das sollten wir nicht vergessen. Liebe Preisträgerinnen und Preisträger, vielen Dank, dass Sie uns einen Teil der langen jüdischen Geschichte in Deutschland in Erinnerung rufen. Ihre Arbeiten und Ihre Begeisterung für die Themen verdienen den German Jewish History Award. Und ich gratuliere Ihnen im Namen aller Berliner Abgeordneten herzlich zu dieser Auszeichnung. Ich hoffe, dass heute der Abend Sie stolz macht, denn das dürfen Sie sein. Der Dank geht aber auch an die Obermeier Stiftung, die es in diesem Jahr wieder ermöglicht hat, diese Preise zu vergeben. Meine Damen und Herren, wer sich geschichtlichen Fragen stellt, wer Geschichte erforscht, der trägt zur gesellschaftlichen Selbstvergewisserung bei. Auf das, was einmal war, auf das, was besser nicht gewesen wäre, auf das, was uns künftig leiten sollte. Und es ist und es bleibt wichtig, dass wir dies beherzigen. Und dafür stehen die German Jewish History Awards. Ich danke Ihnen. Vor zwei Jahren, nur wenige Tage nach dem Tod meines Vaters, Arthur, dem Gründer dieses Preises, habe ich hier gesprochen. Vor ein paar Tagen habe ich überlegt und da habe ich mir vorgestellt, ihn zu fragen, was ich heute sagen sollte. Er hat mich daran erinnert, dass es das Wichtigste ist, die Menschen zu ehren, die die Arbeit leisten, also die Preisträgerinnen und Preisträger. Heute möchte ich den diesjährigen Preisträgerinnen und Preisträgern für das danken, was sie leisten, schon geleistet haben. Unter ihnen ist die älteste Person, die jemals diesen Preis erhalten hat, Margot Friedlander, und einige der Jüngsten aus der Josef-Gruppe, die wiederum noch jüngere Menschen mit ihnen gebracht haben, Schülerinnen und Schüler des Evangelischen Gymnasiums zum Grauen Kloster, die sich ähnlich engagieren. Sie engagieren sich,
um die Vergangenheit mit der Zukunft zu verbinden. Sie erwecken die Geschichte zum Leben und füllen Geschichte für die Menschen mit Bedeutung. Außerdem sind heute mehr als 30 ehemalige Preisträgerinnen und Preisträger hier. Und ich danke auch Ihnen. All Sie führen Ihr Engagement fort. Die Arbeit, die Sie leisten, verbindet Menschen, sodass sie aus einer geteilten Geschichte Sinn schöpfen können. Ihre aller Arbeit verändert sich jedoch. Immer mehr junge Menschen engagieren sich und sie bringen ihre eigenen neuen Sichtweisen mit, die wir auch dringend brauchen. Mit dem Tode Arthurs hat eine neue Generation mit neuen Perspektiven das Steuer der Obermauer Stiftung übernommen. Was aber am bedeutsamsten ist, ist dies. Es gibt immer weniger Menschen, ob jüdisch oder christlich, in Deutschland oder in der ganzen Welt, die Vorkriegszeit und die Kriegszeit in Deutschland erlebt haben. Diese Menschen können die Geschichten aber am besten erzählen, aber sie sind nicht mehr da. Nur noch wenige leben heute. Oft haben Kinder keine Verwandten mehr, die sich aktiv an diese Zeit erinnern. Und deshalb probiert die Obermeier-Stiftung neue Wege aus. Gestern haben sich fast die Hälfte aller noch lebenden Preisträgerinnen und Preisträger getroffen, um einen Dialog zu beginnen, wie wir unsere Zukunft gestalten wollen. Und zum ersten Mal hatten wir auch ein kleines Meeting fast aller der leitenden Mitarbeiter der Obermeier-Stiftung und der Jury des Preises. Und auch dabei haben wir über die Zukunft gesprochen. Wir sind oft ins Detail gegangen. Und außerdem lief ein Thema, selbst wenn es nicht aktiv angesprochen wurde, eigentlich immer mit, nämlich Einwanderer, Einwanderung. Wie können wir die Geschichte des jüdischen Volkes mit den Geschichten der Einwanderung nach Deutschland heute verbinden? Das Engagement, das wir heute ehren, passierte nur, weil jüdische Menschen, die überlebten, aus ihrer Heimat vertrieben wurden. Juden wurden Migranten, sie mussten ein neues Zuhause finden, schließlich auch eine neue nationale Identität. Das ist nicht wirklich etwas Neues. Die jüdische Identität und Kultur sind fest verwurzelt in Geschichten der Migration. Seien es alte Geschichten aus der Bibel oder die jüngere Geschichte, wie in diesem Fall. Das ist also die Geschichte des Judentums. Aber die Migration selbst ist auch die Geschichte der gesamten Menschheit. Menschen bewegen sich von einem Ort an einen anderen und kommen dort mit denen zusammen, die dort schon leben. Derzeit werden globale Migrationsströme größer, teilweise als Antwort auf Kriege und den Klimawandel. Und die jüdische Tradition gibt uns klare Vorgaben, wie wir mit den Menschen umgehen sollten, diesen Fremden, die in unsere Heimat kommen. Es ist uns verboten, sie zu unterdrücken. Wir sollen sie als Bürgerinnen und Bürger behandeln und wir sollen sie lieben. Und alles aus dem gleichen Grunde. Das finden wir in der Tora immer wieder. Und ein Grund, warum wir so handeln sollen, ist dieser. Denn ihr wart Fremde im Land Ägypten. Das ist die Geschichte des Auszugs aus Ägypten. Sie erinnert uns an etwas sehr, sehr Simples, Empathie. Empathie besonders für Fremde, für Einwanderer. Aber Empathie und Fürsorge fällt nicht immer ganz leicht. Sie, die Sie hier heute ausgezeichnet werden, Sie wissen, wie Sie den Menschen in Ihrer Region helfen, persönliche Verbindungen zu erstellen mit der Geschichte Ihrer Heimat. Sie wissen, wie Sie Interesse wecken, wie Sie Menschen zur Anteilnahme motivieren. Sie lernen, haben gelernt, wie man diese Geschichte bedeutsam machen kann und wie man sie auf unsere
heutigen Herausforderungen anwenden kann. Ich danke Ihnen für, was Sie tun.
Thank you, President Wieland, for your vielen Dank, Präsident Wieland, für Ihre netten, einleitenden Worte. Und vielen Dank auch für Ihre anhaltende Unterstützung für die German Jewish History Awards. Als die restaurierte Synagoge in Niederzissen im März 2012 wieder eröffnet wurde, kamen viele Familien, Nachkommen der ehemaligen jüdischen Gemeinde. Der Bürgermeister Richard Kühler wandte sich an die Anwesenden und sagte die folgenden Worte. Einige hatten Hoffnung, nur wenige waren voller Überzeugung. Die meisten Leute waren der Meinung, dass diese Menschen verrückt seien. Doch der Stadtrat vertraute dieser Idee und was wir heute sehen, zeigt, dass sie recht hatten. Das ist eine Freude für uns alle. Diese poetischen Worte zollen Frau Stürmer, aber sicherlich auch allen Preisträgerinnen und Preisträgern heute hier Tribut. Arthur Obermeyer hätte sich im Jahr 2000, als die Preise zum ersten Mal verliehen wurden, sicherlich nicht träumen lassen, dass seine Entschlossenheit, Menschen zu ehren, die einer einst so lebendigen jüdischen Geschichte und Kultur neue Aufmerksamkeit zukommen ließen, einen so enorme Auswirkungen auf die Leben so vieler Menschen haben würde. Wir erinnern uns voller Respekt und tiefer Zuneigung an Arthur. In diesem Jahr werden zum 18. Mal die Preise verliehen. Zum 5. Mal vergeben wir den Extinguished Service Award. Man könnte Arthur wohl nicht besser Tribut zollen, als mit der enormen Leidenschaft, mit der seine Familie das Programm weitergeführt und in so vielen Bereichen in diesem Jahr bereichert hat. Wir bedanken uns bei Dr. Judith Obermeyer, der Frau von Arthur und der Präsidentin der Obermeyer Stiftung, sowie seinen Söhnen Joel und Hank und seiner Tochter Marjorie Raven. Zu diesen neuen Initiativen in diesem Jahr gehören folgende. Wir haben ein umfassendes strategisches Planungsprogramm umgesetzt, was die Stiftung, die Jury, die Sponsoren und die Ernenner betrifft. Wir haben ein erstes Forum bereits vor der Preisverleihung eingeführt. Das haben wir von Hank bereits gehört. Und wir haben die Preisträgerinnen und Preisträger des Jahres 2000 bis heute zusammengebracht. Wir haben ihnen die Möglichkeit gegeben, Ideen für Zusammenarbeiten auszutauschen, sich über ihre Arbeit auszutauschen und auch zu dem zukünftigen Programm beizutragen. Wir bedanken uns bei Christa Niklassen, die in Zusammenarbeit mit Dr. Klaus-Dieter Emke dazu beigetragen hat, dass dies möglich geworden ist. Ich bedanke mich bei allen Preisträgerinnen und Preisträgern, die heute hier sind, und bitte Sie nun, aufzustehen. Würden Sie bitte aufstehen? Alle Preisträgerinnen und Preisträger. Im nächsten Jahr werden wir uns mit potenziellen Partnern zusammentun, die vielleicht Interesse daran haben und die Möglichkeit haben, Preisverleihungen ins Leben zu rufen, die die Arbeit von Menschen ehrt, die die jüdische Kultur und Geschichte in Ländern in ganz Europa aufrechterhalten und würdigen. Heute ehren wir die Preisträger der Preise 2018. Wir werden von jedem Einzelnen über ihre Arbeit hören und dazu auch auf einer Präsentation auf der Leinwand etwas über ihre Arbeit sehen. Zunächst allerdings bedanken wir uns für die Unterstützung des Referatsprotokoll, das von Karin Brandes und Sabine Hahn geleitet wird. Würden Sie bitte kurz aufstehen, Karin? Vielen herzlichen Dank. Außerdem möchten wir uns bei der Jury bedanken, die die Nominierung durchgesehen hat. Ich bitte Sie aufzustehen, wenn ich Sie nenne, aber bitte applaudieren Sie erst am Ende dieser Vorstellung. Wir bedanken uns natürlich bei Präsident Wieland und wir bedanken uns auch bei den anderen Juroren. Da sind noch Hank Obermeyer als Vertreter der Familie, er ist Arthurs Sohn. Außerdem Dr. Sarah Nahama, die seit Gründung Direktorin des Berliner
Natur Colleges ist. Sie hat eine bedeutende Rolle bei der Gründung dieser Preisverleihung gespielt. Dann Dr. Frank Mecklenburg, der Chefarchivist und Leiter der Forschungsabteilung am Leo Beck-Institut, sowie Dr. Hanno Löwy, Direktor des Jüdischen Museums in Hohenems in Österreich und letzter Präsident der Vereinigung Europäischer Jüdischer Museen. Vielen herzlichen Dank. Wir bedanken uns des Weiteren bei Professor Dr. Rabbi David Allenson, der heute leider nicht hier sein kann. Professor Allenson ist der ehemalige Präsident und nun Ehrenrektor des Jüdischen Instituts für Religion am Hebrew Union College sowie Direktor des Schustermann Center für Israel-Studium an der Brandeis University. Außerdem begrüßen wir Dr. William Weitzer, Exekutivdirektor des Leo Beck-Instituts, einem Co-Sponsor dieser Preisverleihung. Ein weiterer Co-Sponsor neben dem Berliner Abgeordnetenhaus ist JERSIG, eine Online-Genealogie-Organisation und eine Teilgruppe von Jewish Gen. Damit ist es die Hauptinformationsquelle für potenzielle Einreicher von Nominierungen und gibt den Preisträgerinnen und Preisträgern eine Plattform für die Diskussion und Besprechung ihrer Arbeit. Abschließend möchte ich mich noch bei Betty Sorbier, der US-Koordinatorin und Programmmanagerin, bedanken, die den gesamten Prozess bis zur heutigen Preisverleihung organisiert hat. Betty, würdest du bitte kurz aufstehen? Nun kommen wir zu den Vorstellungen der Preise. Präsident Wieland? Yes. Carl and Hannah Fritz, could you come forward, please? And I think. So you come forward. Yes, and you come. Unser Heimatdorf Bodersweier ist eine Ortschaft der Stadt Kehl im heutigen deutsch-französischen Eurodistrikt Straßburg-Ortenau. In der relativ kleinen Ortschaft werden die meisten kulturellen Aktivitäten ehrenamtlich geleistet. Das trifft auch auf unsere Arbeit zu. Die Bodersweierer Juden waren typische Vertreter des sogenannten Landjudentums. Dies war die bescheidene Synagoge der jüdischen Gemeinde. Mit einem separaten Gebäude war die Mikwe eingerichtet. Die Juden waren zuerst Schutzbürger mit eingeschränkten Rechten. Sie verdienten ihren Lebensunterhalt mit dem Handel, der auf den Bedarf der Landbevölkerung zugeschnitten war. In der Regel waren sie dabei auch im Wandergewerbe tätig. Immerhin betrug der Anteil an der Gesamtbevölkerung in unserem Dorf um 1875 etwa 10%. Das hatte zur Folge, dass längere Zeit einer der drei Dorflehrer stets jüdischen Bekenntnisses war. Nach der bürgerlichen Gleichstellung wanderten viele Juden in größere Städte ab, zum Beispiel nach Kehl, aber auch nach Karlsruhe oder Mannheim. 1983 wurde in Bodersweier beschlossen, die Geschichte des Dorfes als Buch herauszugeben. Da war es mir bewusst, man kann für unser Dorf keine Chronik schreiben, ohne darin die Geschichte der früheren jüdischen Gemeinde darzustellen. Zusammen mit meinem Freund Hans Nussbaum ging ich diese Aufgabe an. Seine Schwägerin Ulrike Nussbaum sichtete die Akten aus verschiedenen Archiven. Hans und wir beide befragten Zeitzeugen, ehemalige jüdische Einwohner, zumeist im Ausland, und Ortsbewohner. 1984 erschien wie geplant die Dorfchronik. Darin war nun zum ersten Mal die Geschichte der jüdischen Gemeinde zu lesen. Zu unserer Überraschung fand der Artikel auch in den Medien große Beachtung. Besonders beeindruckt waren wir von der Besprechung in der Allgemeinen Jüdischen Wochenzeitung in Deutschland.
Aus unseren Recherchen und der Publikation ergab sich der Beschluss des Ortschaftsrates, einen Gedenkstein zu errichten mit den Namen aller Juden aus dem Dorf, die Opfer des nationalsozialistischen Verfolgung geworden waren. Das alles war der Beginn für weitere Nachforschungen und Begegnungen, die bis in die Gegenwart neue Ergebnisse und Erlebnisse mit sich brachten. Was uns besonders berührt, ist die Wiederherstellung von Vertrauen und das Entstehen neuer Freundschaften über Ländergrenzen hinweg zu Überlebenden der Shoah und ihrer Nachfahren. Wir erlebten ihre Freude darüber, dass sie nun persönlich neue Kontakte zu ihrer alten Heimat gefunden hatten, wie der fußballbegeisterte Julius Kaufmann, der hier die Ehrenmitgliedschaft seines alten Vereins erhielt, nach vielen langen Jahren. Wir selbst besuchten jüdische Mitbürger aus Boderswyer in Amerika, in Jerusalem und in Frankreich. In New York sagte uns Ludwig Merklinger, der auch einmal zum Vorstand des Fußballvereins gehört hatte, ihr habt mir die Heimat wieder näher gebracht. 2005 beteiligten wir uns dann mit meiner Grundschulklasse am ökumenischen Jugendprojekt Mahnmal zur Erinnerung an die Deportation der badischen Juden in das Internierungslager Gurs in Frankreich im Oktober 1940. Diese Deportation war die erste Massenausweisung jüdischer Deutscher aus dem Reichsgebiet. Mit den 10-jährigen Kindern veranstalteten wir 2 gleiche Gedenksteine. Einer fand seinen Platz in der Dorfmitte zwischen Rathaus und Kirche. Der zweite kam in das zentrale Mahnmal nach Neckarzimmern bei Heidelberg. 2008 konnten wir ein weiteres Buch herausgeben, nachdem uns Denise Kaufmann aus Toulouse ihre Erinnerungen überlassen hatte. Denise hatte mit Ehemann Julius und dessen Mutter in Frankreich überlebt. Als Titel wählten wir ein Zitat von Julius Kaufmann. Wir hatten Glück, ganz besonderes Glück. 2012 transkribierten wir die jüdischen Standesregister, was für die jüdische Familienforschung vor allem der Nachfahren sehr wichtig ist. Aus einem jüdischen Nachlass erhielten wir 2001 Originalbriefe, die Martha Bodenheimer, geborene Meyer, aus dem Lager Gürs an Angehörige geschrieben hatte. Martha wurde 1942 in Auschwitz ermordet. Erst 2015 hatte Marthas Enkelin Lisa Richard aus Kalifornien dank unserer Publikationen und des Internets herausgefunden, dass ihr Vater Günther Jakob Bodenheimer aus Boderswyer bei Kehl und nicht Kiel stammte. Er war im Alter von 6 Jahren mit seiner Mutter Martha nach Gürs deportiert worden, kam jedoch durch die Aktivitäten der Hilfsorganisation OSE in die USA. Seine Tochter Lisa besuchte mit ihrer Familie noch 2015 Boderswyer. Sie freute sich über viele Begegnungen mit Einheimischen und gewann neue Freunde. Einige von ihnen verschickten später das alte Kinderbett ihres Vaters Günther, das 1940 in Boderswyer verblieben und noch erhalten war, nach Kalifornien. Das Bettkomitee Otto Faulhaber, Rolf Hopp und Hans Nussbaum ist heute auch unter uns. In Boderswyer war auch der Ursprung der großen Familie Benzinger. Im Mai 2017 assistierte Schlomit Broder und ihre Tochter Daphna aus Texas in Kehl bei der Verlegung der Stolpersteine für ihre Vorfahren. Und in Boderswyer gab es danach ein Treffen vieler der Benzinger-Angehörigen, sogar im alten Stammhaus der Benzingers, die sich bisher zum Teil noch gar nicht kannten. Eine Begegnung mit Menschen aus Boderswyer und Kehl. Auf dem Gedenkstein des Jugendprojekts Mahnmal symbolisierten die Umrisse eines aus dem Ortswappen herausgelösten Davidsterns die Auslöschung der jüdischen Gemeinde Boderswyer. So wie die Kieselsteine auf den Gräbern zeigen, dass die Verstorbenen nicht vergessen sind, so sollen die Kieselsteine an den Konturen des Davidsterns für immer an die jüdische Gemeinde und an die jüdischen Menschen erinnern.
unserer nun schon mehr als drei Jahrzehnte dauernden Beziehungen zu überlebenden Juden und ihren Nachfahren aus unserem Dorf, unserer Veranstaltungen und Publikationen und auch unserer Arbeit mit Kindern und Jugendlichen füllten diesen Auftrag bisher mit Leben. Wir danken der Familie Obermeier und der Jury für die Zuerkennung des Preises. Wir danken den unzähligen Menschen in Boderswaier, Kehl und darüber hinaus, die uns über Jahrzehnte hinweg unterstützen. Wir danken unseren jüdischen Freunden in Amerika, Frankreich und Israel, von denen einige unter uns sind, für ihr Vertrauen und ihre Zeichen der Anerkennung oder Freundschaft und schließlich dafür, dass Sie uns für diesen Preis nominiert haben. Dankeschön. Josef Gruppe. Ja, vielen Dank vor allem an die Familie Obermeier und die Jury. Wir freuen uns außerordentlich, heute Abend hier sein zu dürfen. Mein Name ist Pia Sösemann, ich bin Teil der sogenannten Josef-Gruppe, zu der auch Dorothea Ludwig, Fabian Herbst, Simon Warnoch und Simon Strauß gehören, sowie Albrecht Hoppe, unser Schirmherr. Die Anfänge unseres Projektes gehen zurück in das Jahr 2004, als wir alle Neunklässler am evangelischen Gymnasium zum Grauen Kloster hier in Berlin waren. Im Rahmen eines Synagogenbesuches im Religionsunterricht trafen wir den Holocaust-Überlebenden Rolf Josef, der uns von seiner Geschichte erzählte, wie er den Nationalsozialismus erlebt und überlebt hat. Seine Geschichte hat uns, als er sie uns erzählte, so berührt und so ergriffen, dass wir in dem Moment spontan beschlossen, dass diese Geschichte aufgeschrieben, festgehalten und weitergegeben werden müsste. Die nächsten 4 Jahre trafen wir uns mit Herrn Josef, lernten ihn kennen, schrieben seine Geschichte auf, machten unsere ersten eigenen Schreibversuche und brachten schließlich im Jahr 2017 das kleine Büchlein heraus, Ich muss weitermachen, die Geschichte des Herrn Josef. Ein Jahr später, im Jahr 2008, machten wir alle Abitur und verließen alle Berlin, kamen aber immer wieder zurück und das Zentrum dieser Treffen war eigentlich immer Herr Josef, zu dem wir zu diesem Zeitpunkt ein freundschaftliches und fast familiäres Verhältnis aufgebaut hatten. 2012 verstarb Herr Josef. Als wir uns in Berlin alle bei seiner Beerdigung trafen, beschlossen wir, dass wir sein Gedenken, seine Geschichte nicht nur festhalten, sondern eigentlich auch aktiv weitergeben wollten. Wir entschlossen uns, den Rolf-Josef-Preis zu gründen, mit der Hilfe unseres ehemaligen Religionslehrers, Herr Hoppe, der seitdem als unser Schirmherr fungierte. Der Preis, der Rolf-Josef-Preis, richtet sich an Schülerinnen und Schülern der 8. bis 11. Klasse und hat das Thema zum Gegenstand Judentum damals und heute, mit dem sich die Schülerinnen und Schüler in ganz eigener Vorstellung auseinandersetzen können. 2014 wurde der Preis zum ersten Mal veranstaltet in der Begegnungsstätte Schloss Gollwitz. Seit 2016 wird er im Jüdischen Museum Berlin veranstaltet.
Wir freuen uns ganz außerordentlich, heute zwei Preisträger des letzten Jahres, Johanna und Lorenz, dabei zu haben, die Ihnen einen kleinen Einblick in Ihr Projekt vom letzten Jahr geben werden. Dies ist die Geschichte der Familie Lipski. Adolf Lipski wurde 1875 geboren und seine Frau Nanny 1888. Sie bekamen drei Kinder. Das älteste Kind Helmut wurde 1911 geboren. Seine Schwester Tova wurde 1914 geboren. Sie nannte sich später in Zila um. Gerda, das jüngste Kind, wurde 1919 geboren. Die Familie lebte in Torun, einer kleinen Stadt im heutigen Polen. Dort besaßen sie ein sehr großes Anwesen, weil sie sehr wohlhabend waren. Sie hatten sogar ein Dienstmädchen. Ihr Geld verdienten sie mit einer Sägemühle. Sie waren eine orthodoxe jüdische Familie. Der Vater, Adolf, kämpfte während des Ersten Weltkriegs in der deutschen Armee. Er wurde durch eine Granate verletzt. Dies machte ihn für den Rest seines Lebens auf einem Ohr taub. Nach dem Ersten Weltkrieg musste Deutschland die Stadt Torun an Polen zurückgeben. Es war für eine kurze Zeit nicht sicher, was passieren würde. Die Familie wurde vor die Entscheidung gestellt, in Polen zu bleiben oder nach Deutschland auszuwandern. Für Adolf und Nanny war es keine Frage. Sie ließen alles zurück und zogen mit den Kindern nach Berlin. Als sie dort ankamen, lebten sie in Armut. Wegen des Wohnungsmangels musste sich die Familie auf mehrere Wohnungen aufteilen. Erst nach 2,5 Jahren konnten sie zusammen in einer kleinen Wohnung leben. Nachdem Tova die Grundschule abgeschlossen hatte, ging sie auf eine Handelsschule. Dort konnte sie aber wegen der Inkraftsetzung der Rassengesetze keinen Abschluss machen. Später zog Tova nach Leipzig und schloss sich dort einer zionistischen Bewegung an. Dadurch bekam sie 1933 die Möglichkeit, nach Israel auszuwandern. Dies tat sie auch gegen den Willen ihrer Eltern. Wegen seines Einsatzes im Ersten Weltkrieg fühlte Adolf sich deutsch und wollte Deutschland nicht verlassen. Auch wegen seines strengen Glaubens kam dies nicht in Betracht. Doch dann wurden Adolf, Nanny, Helmut und Gerda ins Warschauer Ghetto gebracht. Gerda schaffte es, in die Niederlande zu fliehen. Aber als die deutsche Armee das Land einnahm, wurde sie den Nazis übergeben und ins Vernichtungslager Treblinka gebracht. Adolf wurde im Warschauer Ghetto krank und starb. Nanny wurde nach Treblinka gebracht und dort ermordet. Helmut wurde nach Auschwitz deportiert und dort umgebracht. Dieses Drum My Life. Ups. Also dieses Drum My Life beschäftigt sich mit dem Leben der jüdischen Familie Lipski zur Zeit des Nationalsozialismus. Es entstand im Zuge einer von uns initiierten Stolpersteinverlegung von Adolf, Nanny, Helmut und Gerda Lipski in der Salzbrunner Straße in Berlin, dem ehemaligen Wohnort der Familie. Tova Lipski, die mit der zionistischen Bewegung nach Israel ausgewandert war, überlebte. Deswegen hatten wir neben diesem unglaublich tollen Projekt auch noch die einzigartige Gelegenheit, mit ihrer Enkelin ein sehr interessantes und informatives Gespräch zu führen, da sie wegen der Stolpersteinverlegung extra mit ihrer ganzen Familie das erste Mal nach Deutschland bzw. Berlin kam. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Mitglieder der Familie Obermeier, verehrte Margot Friedländer, es gibt ein Kinderbuch, das mir nah am Herzen liegt und das ich immer wieder aus Trotz und zum Trost lese. Matti und sein Großvater heißt es. Es geht darin um einen Großvater, der im Sterben liegt und um seinen Enkel Matti, wie der am Totenbett steht und sich an all die Dinge erinnert, die er von ihm bei den gemeinsamen Gängen entlang eines sonnigen Flussufers gelernt hat. In Mattis Fantasie unternehmen die beiden noch einen letzten Gang und der Großvater erzählt wieder so mitreißend, dass Matti gar nicht bemerkt, wie er dabei immer kleiner wird, immer kleiner und kleiner, bis er schließlich ganz verschwindet. Der Großvater stirbt und alle weinen, nur Matti behält ein stilles Lächeln auf den Lippen, denn er weiß, dass er ihn nie verlieren wird. Er muss nur an ihn denken, an seinen einladenden Gang und seine aufrührenden Geschichten und schon laufen sie wieder gemeinsam nebeneinander am Fluss. Das Vergessen wohnt dort unten im alles zerfließenden Wasser, Lethe, wie die alten Griechen sagen. Aber hier oben am Ufer hält sich die Erinnerung, Sieg der stille Gedanken über den schreckenslauten Tod.
Auch unser Großvater ist gestorben, meine Damen und Herren. Vor ein paar Jahren haben wir hier in Berlin auf dem jüdischen Friedhof Heerstraße Kieselsteine auf das Grab von Rolf Josef gelegt. Wir, seine anvertrauten Enkelinnen und Enkel. Wir, die Rolf-Josef-Gruppe, die sich zusammengetan hatte, um sein Leben, seine Geschichte weiterzutragen, um uns und andere an ihr zu schulen, uns zu schützen auch vor leichtfertiger Rede über das, was zum Schrecklichsten je gehört, der in Auftrag gegebene Mord, die Auslöschung eines ganzen Menschheitsteils. Die Geschichten, die Rolf Josef aus seinem Leben erzählte, die ihm das ihm widerfahrene Unrecht, die Verzweiflung und Demütigung, die er erfahren hat, haben mich für immer geprägt und mir deutlich werden lassen, dass nur die Erinnerung der gangen Gedanken mit ihm am Ufer entgegen der Vergessenheit uns und unsere Zeit schützen kann. Denn bei der Beschäftigung mit dem Holocaust gibt es keine leichte Sprache, keine Gewissensabkürzung. Man muss sich ausliefern, immer wieder aufs Neue. Keine Seminarstunde, keine Hollywood-Produktion wird einem je das Gefühl geben können, das Thema erschöpfend behandelt zu haben. Und wenn man einen Menschen wie Rolf Josef innig gekannt hat, dann weiß man auch, wie viel es noch zu erzählen gibt, wie viele Schicksalsgeschichten in unserem Land noch auf ihre Entdeckung warten. Deshalb wollen wir Rolf Josef der nächsten Generation vorstellen, sie gewissermaßen zu seinen Urenkeln machen. Der Schülerwettbewerb, den wir gegründet haben und der in diesem Jahr erstmals in Zusammenarbeit mit der Jugendschreibseite der Frankfurter Allgemeinen Zeitung durchführen, prämiert Projekte von Schülerinnen und Schülern, die sich mit dem Thema jüdisches Alltagsleben beschäftigen. Ein Dokumentarfilmclip, eine Ausstellung, ein Zeitzeugeninterview oder eine Aufführung. Wir freuen uns auf Beiträge jeder Art. Nur eines müssen sie sein, ehrlich gemeint und so, dass sie Herrn Josef gefallen hätten. Und ihm hat sehr viel gefallen, vom Hertha-Heimsieg bis zum Bundesverdienstkreuz-Bundle. In der FAZ werden dann die drei besten Einsendungen abgedruckt bzw. auf der Website dokumentiert. Wir hoffen sehr, dass viele Schulen von unserem Preis erfahren, dass sich engagierte Lehrerinnen und Lehrer finden, die ihre Klassen animieren und wir im Juni vor einem riesigen Wäschekorb von neuen Geschichten stehen, die alle darauf warten, erzählt und veröffentlicht zu werden. Meine Damen und Herren, wer in der Erinnerung lebt, ist niemals tot. Rolf Josef ist uns heute so nah wie eh und je. Er ist ein lebendiger Wegweiser, der uns die Richtung vorgibt und uns vor Ermüdung, Leichtfertigkeit oder gar Ignoranz bewahrt. Mit ihm zusammen gehen wir am Ufer des Flusses und freuen uns über Begleitung. Durch den Preis, den wir heute von Ihnen erhalten, verehrte Obermeier Foundation, wächst auch die Zahl der Ufergänger. Vielen Dank. Harald Roth und Volker Mahl. Guten Abend. Als wir vor 15 Jahren mit unseren Recherchen begannen, wussten wir, dass es in Teilfingen, das liegt im Landkreis Böblingen bzw. Tübingen, ein Konzentrationslager gab, ein Außenlager von Natzweiler Struthof. Von den Vertretern der Gemeinde wurde es verharmlosend einfach Lager genannt und es war weitgehend vergessen. Wir kannten jedoch nicht die Namen der Häftlinge. Auf dem Teilfinger Friedhof gab es ein Holzkreuz ohne Hinweis darauf, wie diese Häftlinge gestorben waren. Unsere Recherchen führten uns dann zum sogenannten Natzweiler Nummernbuch,
in dem die Namen der 600 jüdischen Häftlinge aufgelistet sind. Hier die Frontseite und nachher ein Ausschnitt aus diesem Nummernbuch mit den Haifinger Häftlingen. Dieses Nummernbuch bildete die Basis für unsere Nachforschungen nach den Opfern. Schon bald konnten wir Kontakt zu Überlebenden aufnehmen. Aus Nummern wurden so Namen, einige Namen bekamen ein Gesicht. Der in Israel lebende Mordechai Tichano war der Erste, der uns 2005 besucht. Den Überlebenden und ihren Zeugnissen festgehalten, zum Beispiel in den Videos der Shoah Foundation, verdanken wir wertvolle Hinweise. Wir konnten Lebens- und Arbeitsbedingungen vieler Häftlinge rekonstruieren. Im Juni 2010 übergaben wir ein Dokumentationszentrum der Öffentlichkeit. Die Dauerausstellung ist so konzipiert, dass besonders junge Leute angesprochen werden. Wir waren schließlich beide Lehrer. Auf Augenhöhe beschreiben Überlebende den Lageralltag in Haifingen-Taifingen, berichten über ihren Leidensweg und die Zeit, gegebenenfalls nach der Befreiung. Aber auch für die Überlebenden ist das Dokumentationszentrum ein wichtiger Ort, eine schmerzhafte Begegnung mit der Vergangenheit, die bis zu ihrem Lebensende Gegenwart bleiben wird. Auf dem Foto sehen wir Sam Barron, der zusammen mit seinem Bruder Berko und seinem Vater Isaac in Haifingen-Taifingen war. Salomon Abramowitsch, der sich nach der Befreiung Sam Barron nannte, verlor in Haifingen-Taifingen seinen Vater. Seinen Bruder begleitete er nach Bergen-Belsen, er ist dort gestorben. Isaac Abramowitsch wurde in einem Massengrab verscharrt und im Juni 1945 auf Anordnung der französischen Besatzung auf dem Taifinger Friedhof umgebettet. Für Sam Barron war es ein besonderes Anliegen, obwohl er schwer krank war, für seinen Vater einen persönlichen Grabstein zu errichten. Die Aufnahme zeigt ihn 2013 mit seiner Tochter Tova, dem Sohn Eric und der Enkeltochter Elise. Im Juni 2010 wurde am historischen Ort bei der Start- und Landebahn das von dem Künstler Rudolf Kurz gestaltete Mahnmal eingeweiht. Auf der Pyramide aus Aluminium, die Spitze eines Eisbergs, sind die Namen der 601 jüdischen Häftlinge aufgeführt. Nur die Namen und nicht in alphabetischer Reihenfolge. Die Toten und die Überlebenden, denn auch die Überlebenden sind Opfer des NS-Rassenwahns. Die Namenswand ist vielfach der einzige Ort mit den Namen des Angehörigen. Auf dem Foto sehen wir Tova Barron. In den 15 Jahren unserer Recherchen fanden wir 120 Angehörige. In vielen Fällen konnten wir Angehörigen den Ort nennen, wo der Vater bzw. Großvater starb. So haben nach 72 Jahren David und Ed Miliband erfahren, dass ihr Großvater David Kossack auf dem Taifinger Friedhof liegt. Im Oktober 2017 besuchten uns die beiden Töchter Marion und Hadassah, die den Holocaust überlebten, zusammen mit den beiden Enkeln unsere KZ-Gedenkstätte. Auf dem Foto sehen wir David Miliband, auf dem nächsten Ed Miliband. Da der Tag nicht mehr fern ist, an dem die Überlebenden uns nicht mehr besuchen können, halten wir die Zeugnisse in Filmen fest. 2014 drehte Johannes Kuhn den Dokumentarfilm Der Dachdecker von Birkenau. Der Film wurde von Gegen Vergessen für Demokratie produziert. Bei der Premiere im Januar 2015 und bei vielen weiteren Aufführungen in Deutschland und in Israel konnte der Protagonist Mordechai Tsichanove anwesend sein. Die Teilnehmer des Kreativworkshops 2017, den die Gedenkstätte in Zusammenarbeit mit Aktion Sühnezeichen Friedensdienste durchführte, beschäftigten sich mit den Aussagen der Häftlinge. Unter anderem sahen sie den Film Der Dachdecker von Birkenau. Die Aufgabe bestand darin, die Eindrücke künstlerisch umzusetzen. Zwei Teilnehmerinnen aus Russland und Weißrussland
waren von einer Szene tief bewegt. Mordechai Tschechanower beschreibt die Selektion an der Rampe von Auschwitz. Zitat: Wir sind vom Zug gestiegen und konnten nicht lange zusammenbleiben. Vielleicht ein paar Minuten. Dann kam die Selektion. Männer, also mein Vater und ich, mussten auf die eine Seite, ich glaube auf die linke. Und meine Mutter kam mit meinen beiden Schwestern auf die andere. Wir haben alle geweint, aber man musste weitergehen, durfte nicht stehen bleiben. Und während ich mit meinem Vater weggehe, drehe ich mich immer wieder um, um noch einmal meine Mutter zu sehen und meine kleine Schwester. So sind wir weggegangen und verschwunden. Der Abschied von meiner Mutter und meinen Schwestern war der schlimmste in meinem Leben. Das hat mich gebrochen, völlig gebrochen. Die Trennung von der Mutter und den Schwestern haben Maria Tschupina und Christina Bileskova in Stein gemeißelt. Die Skulpturen stehen zusammen mit anderen Werken auf der Start- und Landebahn. Gras, Sträucher, Bäume bedecken die Start- und Landebahn. Wir arbeiten weiter an der Freilegung der Geschichte des KZ-Außenlagers. Mit Projekten wie dem Jugendcamp wollen wir dazu beitragen, dass die KZ-Gedenkstätte Heilfing-Teilfingen ein lebendiger Ort des Gedenkens und Erinnerns bleibt. Wir bedanken uns bei der Obermeier-Stiftung, bei der Familie, bei dem Abgeordnetenhaus und natürlich auch bei allen, die das hier organisiert haben. Wir bedanken uns bei den Unterstützern, den Nominators und den Supporters, allen voran hier, der nicht da sein kann, bei Helmut Gabeli aus Haigerloch, den wir von hier grüßen, der schwer krank ist. Außerdem haben uns besucht jetzt zu diesem Anlass 5 Angehörige von ehemaligen Häftlingen aus 5 Ländern, die wir auch grüßen. Wir sind sehr froh, dass ihr hier seid. Es ist Barry Susan aus den Niederlanden. Es ist Maya und Volkhard Mosler aus Frankfurt. Es ist Jean-Claude Benadeau aus Frankreich. Und es ist Steven Tenenbaum aus den USA. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Horst Moog, yes? Bitte? Yes? Horst Moog, yeah? Bitte? I'm sorry? I'm talking for Mr. Moog. Sehr verehrte Jurymitglieder, liebe Familie Obermeier, lieber Herr Moog, sehr verehrte Gäste, mein Name ist Daniela Tobias und ich spreche heute hier für die Familien, die Herrn Moog für den Obermeier Award nominiert haben. Es sind jüdische Familien und ehemals jüdische Familien, die einstmals in Hamm an der Sieg gelebt haben, denen Horst Moog ein Stück ihrer Geschichte und Würde zurückgegeben hat. Bis zum 10. November 1938 gab es in Hamm 3 Gotteshäuser, eine evangelische Kirche, eine katholische Kirche und eine große Synagoge. Als die Synagoge 1894 eingeweiht wurde, lebten in Hamm etwa 100 Juden, was 7,5% der Bevölkerung ausmachte.
In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 wurde in Hamm das jüdische Gotteshaus angezündet und zerstört. Jüdische Mitbürger angegriffen und vertrieben. Horst Moog war fast 4 Jahre alt, als er am Morgen an der Hand seiner Mutter sah, wie das Dach der Synagoge in Flammen zusammenbrach. Sein Vater, der bei der Bahn arbeitete, erzählte einige Jahre später, dass er mit Waffengewalt daran gehindert worden sei, durstigen Juden in einem Bahnwaggon Wasser zu geben. Er wurde gewarnt, darüber öffentlich zu sprechen. Als Erwachsener entdeckte Horst Moog sein Interesse an der lokalen Geschichte. Dabei stieß er immer wieder auf Leerstellen. Jüdische Vereinsmitglieder verschwanden in den 1930er Jahren aus den Chroniken und es fragte niemand mehr nach ihnen. Das kollektive Desinteresse ließ ihm keine Ruhe und er machte es sich zur Aufgabe, diesen Schicksalen nachzuforschen. Als Autodidakt erschloss er sich die Archive, eignete sich Wissen über das Judentum an und machte so manchen Zufallsfund in Hinterzimmern und Lagerhallen. Älteren Mitbürgern fühlte er auf den Zahn und versuchte hartnäckig zu erfahren, was damals vorgefallen war. Es kamen erste Kontakte zu jüdischen Familien zustande, die die alte Heimat besuchen wollten. Horst Moog empfing Gäste aus Israel und aus den USA in Hamm, führte sie durch den Ort und auf den jüdischen Friedhof. Es entstand ein reger Austausch und sein Privatarchiv wuchs. Eine besondere Herzensangelegenheit war Horst Moog die Pflege des jüdischen Friedhofs. 25 Jahre lang kümmerte er sich persönlich darum und ließ auf eigene Kosten 2 eiserne Davidsterne für den Eingang herstellen. Auf der Grundlage seines Archivs entstanden mehrere Ausstellungen zur jüdischen Geschichte Hamms. Horst Moog hielt Vorträge auf Einladung von Kommunen, Verbänden, Kirchen und Schulen. Teile seiner Sammlung sind heute im Kulturhaus Hamm zu sehen, einem Haus, das einst der jüdischen Familie David gehörte. Horst Moog erfuhr viel Anerkennung für seine Arbeit, aber auch Anfeindungen bis hin zu Morddrohungen. Dass Worten mitunter auch Taten folgen, zeigen mehrere Schändungen des jüdischen Friedhofs. Nur in einem Fall wurden Jugendliche als Täter ermittelt und vor Gericht gebracht. Der Kontakt zu den ehemaligen jüdischen Familien blieb Horst Moog trotz allem stets Motivation, weiterzumachen. Inzwischen kommen seltener die in Hamm geborenen Juden zu Besuch, sondern zunehmend ihre Kinder und Enkel. Sie alle waren tief beeindruckt von Herrn Moogs Engagement. Sie hören jetzt ein Grußwort von Veret Benkiki aus Antwerpen und Mark David aus Los Angeles. Dear Mr. Moog, lieber Herr Moog, es macht mich sehr glücklich zu hören, dass Sie den Obermeier German Jewish History Award bekommen. Für meine Eltern Michael und Eliyahu Eli Benkiki, die Sie 1990 in Hamm an der Sieg besuchten, waren Sie ein Historiker und Sie waren so liebenswürdig. Für uns, die wir Sie im Jahr 2014 besucht haben, sind Sie ein Held. Herr Moog, Sie zeigen uns, dass Geschichte durch Fürsorge und Liebe neu geschrieben wird. Ich schicke Ihnen und Ihrer Familie alles Gute und natürlich auch all denen, die heute im Berliner Abgeordnetenhaus zusammengekommen sind, um Sie auszuzeichnen. Herzliche Grüße. Herr Moog, verehrte Gäste, Herr Moog, ich danke Ihnen. Ich spreche im Namen meines Vaters, Fred David, und meiner Schwestern Debbie und Karen. Herr Moog, als Sie und mein Vater noch Kinder waren, haben Sie beide die Zerstörung der Synagoge in Hamm erlebt, in der Reichspogromnacht. Kurze Zeit später hatten mein Vater und seine Familie das Glück, in die USA auswandern zu können. Aber viele ihrer Verwandten entkamen den Nazis nicht und wurden schließlich
schließlich ermordet. Jahre später haben sie die Geschichte der jüdischen Gemeinde Hamm's erforscht und sie haben mit ehemaligen Bewohnern Kontakte geknüpft, wie zum Beispiel mit meinem Vater. Im Jahr 2014 haben wir sie in Hamm besucht und sie haben meinen Vater zum ersten Mal persönlich getroffen. Aber es war wie ein Wiedersehen alter Freunde, denn sie hatten schon Jahre kommuniziert, korrespondiert. Sie haben uns einen Brief gezeigt, den mein Vater ihnen Jahre vorher geschrieben hatte, und er beschrieb darin detailliert seine Erinnerungen an die Reichspogromnacht als 12-jähriger Junge. Das Ganze war in einem Ordner mit anderer Korrespondenz, Fotos, Dokumenten, und das war nur ein Ordner in ihrem großen Archiv der Geschichte und der jüdischen Gemeinde in Hamm. Und darum haben wir und viele andere sie für den German Jewish History Award nominiert. Sie verdienen diese Anerkennung. Herr Moog, wir danken Ihnen für alles, was Sie getan haben. Herzlichen Glückwunsch für das, was Sie erreicht haben und für die Anerkennung, die Ihnen heute zuteil wird. Wir danken auch der Obermeier Stiftung dafür, dass Sie mit diesem wichtigen Preis Menschen wie Herrn Moog auszeichnen. Vielen Dank. Der Grund, warum ich heute Abend die Präsentation übernommen habe anstatt Herrn Moog, ist, dass seine Tochter im Dezember schwer erkrankt war und es lange nicht klar war, ob er heute überhaupt hier sein könnte. Umso mehr freuen wir uns, dass er heute Abend hier ist, und wir möchten ihm im Namen aller Familien Tobias, David, Bea, Benkiki, Cole, Star und Heimann danken für seinen Mut, seine Ausdauer und seine Teilnahme am Schicksal der jüdischen Familien. Unser Dank gilt auch Dr. Claudia Maria Arndt von der Gedenkstätte Landjuden an der Sieg in Windeck-Rosbach sowie Pfarrer Holger Banse, die uns bei der Nominierung unterstützt haben. Furthermore, we thank the Obermeier Foundation. Wir danken außerdem der Obermeier Stiftung für ihre Anerkennung der lebenslangen Arbeit von Herrn Moog und für ihre herausragende Gastfreundschaft während dieser Tage. Vielen herzlichen Dank. Brünnhilde Stürmer. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Familie Obermeier, sehr geehrte Jurymitglieder. Ich fühle mich sehr geehrt, heute mit dem Obermeier Award ausgezeichnet zu werden. Ich freue mich, dass so viele Angehörige ehemaliger Mitglieder der jüdischen Gemeinde Niederzissens hier sind und die Familien Berger und Friesum hier vertreten. Mein inniger Dank gilt dem im Jahr 1984 verstorbenen Herrn Richard Berger.
durch seine freundliche Antwort auf meinen Brief im Jahr 1979 fühlte ich mich ermutigt, die Geschichte der jüdischen Familie Niedersissens zu erforschen. Nach Richards Tod wurde seine Schwester Carrie meine Ansprechpartnerin und, das darf ich sagen, meine langjährige Freundin. Sie ist mit 101 Jahren im vorigen Jahr gestorben. Carrie konnte mir viel aus der Geschichte unseres gemeinsamen Heimatortes erzählen. Richards und Carries Kinder, Harvey und Evelyn, begleiten mich heute. Evelyn und ihrem Mann David gilt mein besonderer Dank, weil sie die Initiative ergriffen haben, mich für diesen Preis vorzuschlagen. Mein Dank gilt meiner Mitautorin Brigitte Decker und auch Gerd Fried, der mir jahrelang mit Rat und Tat zur Seite stand und das Buch über den jüdischen Friedhof Niedersissen mitverfasste. Meinen Mitstreitern im Kultur- und Heimatverein Niedersissen und dem Förderverein Ehemalige Synagoge, der unser Buch finanziert hat. Und ganz besonders meinem lieben Mann Peter, der mir all die Jahre den Rücken freigehalten hat, dass ich das alles zusammentragen konnte. Vielen Dank euch allen. Sehr geehrte Damen und Herren, Familie Obermeier und Jurymitglieder, es ist für mich eine große Ehre, hier in Berlin sein zu dürfen und an der Verleihung des Obermeier Awards 2018 an Brunhilde Stürmer teilnehmen zu dürfen. Als mein Mann David und ich vom Obermeier Award erfuhren, wussten wir sofort, dass Brunhilde diesen Preis für all die Arbeit, die sie für die ehemalige jüdische Gemeinde in Niedersissen und der Umgebung geleistet hatte, verdient hat. Es war uns eine Herzensangelegenheit, sie für diesen Preis zu nominieren. Als man mich bat, einige Worte über Brunhilde zu sagen, hatte ich unzählige Ideen. Die folgende passte, wie ich fand, am besten. In einem jüdischen Zuhause liest ein Mann den folgenden Spruch aus dem Buch der Sprüche Salomos, seiner Frau Freitagabend zum Sabbat vor. Frau Herschler zitiert auf Hebräisch: Dies bedeutet, eine tugendhafte Frau, wer findet sie? Sie ist weit mehr als die kostbarsten Perlen. Frau Herschler zitiert auf Hebräisch: Viele Töchter haben sich als tugendhaft erwiesen, du aber übertriffst sie alle. Dieser Spruch beschränkt sich nicht auf Schönheit, sondern unterstreicht Güte, Großzügigkeit, Ehre, Integrität und Würde. Er endet wie folgt: Anmut ist trügerisch und Schönheit vergeht, aber eine Frau, die den Herrn fürchtet, die wird gelobt werden. Gebt ihr von den Früchten ihrer Hände und ihre Werke werden sie rühmen in den Toren. Meine Mutter, Caroline Berger-Leven, die letzte Überlebende in Niedersissen im Alter von 101, wäre so stolz, dass es so weit gekommen ist. Ihr zu Ehren und in ihrem Gedenken bedanke ich mich bei Brunhilde dafür, dass sie die Flamme der Erinnerung an die jüdische Gemeinde in Niedersissen und der Umgebung am Leben gehalten hat. Caroline Berger-Leven, die letzte Jüdische von Niedersissen, wäre heute so stolz, dass dieser Moment gekommen ist. In ihrer Ehrung und Erinnerung danke ich Brunhilde dafür, dass sie die Flamme der Erinnerung an die jüdische Gemeinde von Niedersissen und Umgebung aufrechterhalten hat. Danke. Guten Abend. Zunächst möchte ich der Obermeier Stiftung für ihre äußerst wichtige Arbeit danken und den Ausgezeichneten für ihre unglaubliche Arbeit. Und natürlich möchte ich meine endlose Liebe
und meinen Dank an Brunhilde aussprechen für ihre Arbeit. Sie verdient diesen Preis, absolut. Ich bin in meinem Leben nur 4-mal in Niederzissen gewesen, aber dank Brunhilde denke ich, ich bin ein Niederzissener. Vor 50 Jahren hat Präsident Kennedy in Berlin diese sehr wichtigen Worte gesprochen. Und kurze Zeit später begann Brunhilde mit der Arbeit ihres Lebens, ihrer Leidenschaft, das Leben der jüdischen Familie Niederzissens zu dokumentieren. Damals und bis heute denke ich, dass es wirklich eine der einzigartigsten Geschichten des Bewahrens an das Gedenken der Juden in Deutschland ist. Es gab sehr viele Juden in Niederzissen. Und mein Vater und meine Tante Carrie waren die einzigen Überlebenden, dachte ich. Aber dank Brunhilde habe ich jetzt mehr als 20 Verwandte in der ganzen Welt. Ich habe jetzt dieses Wochenende erst einen von ihnen kennengelernt aus Israel. In den 1970ern hat Brunhilde mit ihrem Lebenswerk begonnen. Sie schrieb an meinen Vater, Richard Berger, und fragte ihn, ob er Fotos hatte. Er trug solche Narben aus der Vergangenheit. Er hatte keine nicht-jüdischen Freunde. Wir sprachen nicht mit Nicht-Juden. Aber aus irgendeinem mir nicht verständlichen Grund schickte er seine Originalfotografien. Bis heute verstehe ich nicht, warum er die Fotos dieser Fremden geschickt hat, dieser Nicht-Jüdin. Es muss etwas gewesen sein in der Ehrlichkeit ihrer Worte. In den nächsten 40 Jahren hat Brunhilde Dachboden durchstöbert, Keller. Sie hat Archive durchsucht, um jede jüdische Familie in Niederzissen kennenzulernen und ihre Nachkommen. Die Toten und ihre Nachkommen. Sie hat mir Familienmitglieder vorgestellt. Und wir haben immer mehr Familienmitglieder kennengelernt, von deren Existenz wir nicht einmal wussten. Ich habe nun eine große Familie. Brunhilde hat nicht nur den jüdischen Friedhof wieder zugänglich gemacht, sondern sie war auch absolut stur und beharrlich. Sie ist eine sanfte Frau, die sich aber nicht aufhalten lässt. Sie hat sich unermüdlich dafür eingesetzt, dass die Synagoge nicht in Eigentumswohnungen umgewandelt wurde. Und so kam es. Aber sie machte hier nicht Halt. Mit der Hilfe von Brigitte Decker schrieb sie ein nahezu enzyklopädisches Buch, in dem alle jüdischen Familien verzeichnet sind, die über Jahrhunderte friedlich in Niederzissen lebten. Brunhilde hat sich in ihrem Leben einer Sache gewidmet, dem Andenken unserer Vorfahren, so auch in ihrem Buch. Meine Familie, die ausgelöscht worden war, hat nun ein Gesicht, ein Zuhause und eine Stimme. Mit all dem Hass und der Intoleranz in der ganzen Welt sind es Brunhilde und Menschen wie sie, die nicht ignorieren, was falsch ist, die wirklich einen Unterschied machen. Brunhilde brachte andere dazu, aufzuhorchen und Notiz zu nehmen. Sie hat das losgetreten. Und das müssen wir alle heute so dringend tun. Ihre Arbeit gibt uns Hoffnung, dass die zukünftigen Generationen in Frieden und Harmonie leben können. Im Namen der gesamten Familie Berger und, was das Wichtigste ist, im Namen meiner Tochter Vanessa Berger und
unseren anderen Verwandten, von deren Existenz ich lange gar nichts wusste. Und im Namen der Generationen der Zukunft, wir werden Ihnen immer dankbar sein. Ich liebe Sie. Vor 5 Jahren hat die Jury den jährlich verliehenen Distinguished Service Award eingeführt. Eine absolut herausragende Ehre. Wir bitten nun Margot Bentheim-Friedländer zu uns hier nach vorne, um ihren Preis entgegenzunehmen. Präsident Wieland, würden Sie bitte auch nach vorne kommen. Ich würde nun gerne einen kurzen Text vorlesen und dann, glaube ich, haben Sie auch noch etwas, was Sie uns vorlesen möchten. In Anerkennung Ihres beeindruckenden Einsatzes und Ihrer Hingabe für die Jugend inspirieren Sie die nächsten Generationen dafür, Zeitzeugen der Erinnerung an den Holocaust zu werden. Sie haben den letzten Wunsch Ihrer Mutter wahrlich erfüllt. Versuche, dein Leben zu machen. Vielen herzlichen Dank. Ich wollte wirklich nur ein paar Sätze sagen, aber ich denke, dass Sie doch vielleicht etwas mehr von mir hören wollen. Die Worte, die meine Mutter mir hinterlassen hat an dem kalten Januar 1943, waren: Ich gehe mit Ralf, wohin auch immer das sein mag, versuche, dein Leben zu machen. Am Vormittag an diesem Tag wurde mein Bruder und wer immer noch in der Wohnung war, verhaftet. Weder meine Mutter noch ich waren zu der Zeit im Haus. Als sie nach Hause kam, war die Wohnung versiegelt. Nachbarn haben mir erzählt, was eine Stunde zuvor geschehen war. Meine Mutter hat bei den Nachbarn nicht auf mich gewartet. Sie hat sich selbst gestellt. Sie ist mit meinem jüngeren Bruder gegangen. Hätte sie auf mich gewartet, wäre ich mit ihr gegangen. Ich hätte meine Mutter nicht alleine gehen lassen. Ihre Worte, versuche dein Leben zu machen, haben mich geleitet, aber ein Schuldgefühl habe ich. Das Richtige getan, wird mich nie verlassen. Ich habe wunderbare Menschen gefunden, die mir geholfen haben. 15 Monate war ich versteckt. Menschen, die ich nicht kannte
Deutsche, die nicht weggesehen haben, die die Zivilcourage hatten, auch etwas gegen die Regierung zu tun, was auch ihren Kopf hätte kosten können. Aber sie waren Menschen, das werde ich nie vergessen. Ich bin im April 1944 geschnappt worden und durch einen glücklichen Zufall im Juni 1944 nach Theresienstadt deportiert worden. Herrn Friedländer habe ich im Februar 1945 in Theresienstadt getroffen. Wir kannten uns aus Berlin. Wie schön war es, jemanden zu treffen, den man von früher kannte. Wir haben die Befreiung am 8. Mai zusammen erlebt und auch im Lager im Juni geheiratet, bevor der letzte Rabbiner Theresienstadt verlassen hat. Ein Jahr nach der Befreiung sind wir nach Amerika gegangen, nach 25 Jahren einer wunderbaren Ehe starb mein Mann in 1997. Nachdem ich 64 Jahre in Amerika gelebt hatte, bin ich 2010 im Alter von 88 Jahren zurück nach Berlin gekommen, meiner Geburtsstadt. Für mich ist mein Leben eine Mission geworden. Die Worte meiner Mutter haben mein Leben geprägt. Ich spreche seit meiner Rückkehr unermüdlich gegen das Vergessen. Wir sind alle gleich. Es gibt keine christlichen, jüdischen oder muslimisches Blut. Es gibt nur menschliches Blut. Menschen haben Millionen unschuldige Menschen umgebracht, weil sie ihre Opfer nicht als Menschen gesehen haben. Es ist eure Aufgabe, in Zukunft dafür zu sorgen, dass niemals Menschen mit so etwas, was wir erlebt haben, konfrontiert werden. Ich reiche euch die Hand und bitte euch, ihr sollt die Zeitzeugen sein, die wir nicht mehr lange sein werden. Ich bin 96 Jahre. Wie lange kann ich es noch machen? Seid Menschen. Heute stehe ich hier, empfange eine Ehrung für meine Mission. Dafür danke ich meiner geliebten Mutter. Es ehrt mich sehr, den Obermeier Distinguished Service Award zu erhalten, im Besonderen, weil er von jüdischer Seite aus Amerika kommt. Nach der Befreiung in 1945 kam ich 1946 nach Amerika. Als ich, nachdem ich 64 Jahre in Amerika gelebt hatte und den Entschluss gefasst hatte, mit über 88 Jahren nach Deutschland zurückzugehen, traf ich von Amerikas Seite auf große Ablehnung und Widerstand. Dieser Award ist die Bestätigung, dass meine Entscheidung das Richtige war. So danke ich Ihnen, liebe Herren und Frau Obermeier, der Obermeier-Familie, sehr geehrter Herr Wieland, lieber Herr Wieland, ich danke euch alle für eure Anerkennung.
Ja, auch nochmal von mir herzlichen Dank an die Musik. Bevor es dann jetzt gleich weitergeht mit dem Empfang im Casino, erstmal einen ganz großen Dank an alle Beteiligten, an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Abgeordnetenhausverwaltung, an diejenigen, die uns dabei mitgeholfen haben. Einen großen Dank an die Familie Obermeier und die Preisträgerinnen und Preisträger. Würde ich noch bitten, hier nach vorne für ein großes gemeinsames Gruppenfoto zusammenzukommen. Und ansonsten herzlichen Dank, dass Sie da waren. Und ich würde mich freuen, wenn wir gleich noch Gelegenheit haben, Gespräche zu führen, wie gesagt, im Casino. Herzlichen Dank. Applaus